Du suchst nach einer Idee, deine Travel Journals gut einzupacken. Die sollte vegan sein, sie sollte ökologisch sein, aber vor allem sehr kreativ und schön. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Hallo ihr lieben Kreativen, ich bin KLS von Kreatives Leben. Ich bin Mixed Media Künstlerin und möchte ganz viel Farbe auch in dein Leben bringen. Und als Art Journalerin liebe ich es, mit Travel Journals zu arbeiten. Die sind ungefähr so Kuvert groß, passen in Handtaschen, sind super, um auf die Reise zu gehen. Man kann sie austauschen, wenn man fertig ist, super. Dafür braucht man aber eine gute Hülle, die diese Travel Journals natürlich schützen. Und ich habe eine tolle Idee, eine vegane Idee aus sogenanntem Faux-Leder, falsches Leder, False Leather, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es vegan und geht eigentlich ganz einfach. Ich zeige dir, wie es geht. So, ich habe ein Stück Karton geholt. Das habe ich schon ein bisschen vorgestanzt mit dieser kleinen Stanzmaschine. Das hat Vor- und Nachteile, das vor der Bearbeitung zu machen. Ich habe das jetzt bei einem Stück falschem Leder schon gemacht. Das ist einfach ein bisschen steifer und ein bisschen schwieriger. Wenn du es so machst, also bevor du die Behandlung machst, dann musst du einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe hier Glycerin mit Wasser dabei. Da habe ich ungefähr 20% aufgefüllt und dann einfach Wasser dazugegeben. Glycerin ist ein Alkohol eigentlich und hilft, Öl und Wasser zu verbinden. Und was wir jetzt versuchen, ist, dass unser Stück Papier aufnahmefähiger wird für Öl oder ölähnliche Substanzen. Es ist also nicht so ganz einfach, muss ich dir einfach sagen. Du musst auf ein paar Sachen achten. Und ich habe so einen kleinen Trick. Ich glaube, das Erste, du solltest warten, bis das Papier genug Wasser aufgezogen hat. Und du musst das Wasser ein bisschen ins Papier einarbeiten, bevor du anfängst, das Papier so richtig zu verknüllen. Aber das zeige ich dir. Das Zweite, was ich auch noch dabei habe, ist eine Spülung, eine ganz normale Haarspülung. Und ich habe so, so ein bisschen so der Inhalt meiner Hand. Das muss ich natürlich nachher einarbeiten. Und man muss einfach geduldig sein. Und du siehst, wie das Papier am Rand zum Beispiel dünkler wird, weil dort ist das Papier ja aufgeschnitten. Und überall, wo das Papier geschnitten ist, geht die Flüssigkeit leichter rein. Im Internet findet man Lösungen, wo nur Glycerin benutzt wird, in anderen, wo man nur Spülung benutzt. Und ich habe festgestellt, am besten ist beides. Also das ist meine Empfehlung. Und das wirkt so ein bisschen dann wie Öl. Aber Öl allein und Wasser würde ja nicht gehen, das vermischt sich ja nicht. Aber das Ziel ist schon ein bisschen so Öl reinzuarbeiten in dieses Papier, so was Öliges, damit es immer ein bisschen flexibler wird. Also Wasser ist eigentlich nur Mittel zum Zweck mit Hilfe von Glycerin. So, ich wollte dir zeigen, wann du aufhören kannst, das alles einzumassieren. Du merkst, irgendwann fängt das Papier an zu fusseln. Der Vorteil der Spülung, der Haarspülung, ist wirklich, dass es dein Papier, deine Hände gleiten lässt und dadurch das Papier nicht so schnell verletzt wird und auch nicht so schnell fusselt. Aber trotzdem
braucht man Zeit? Warum braucht man Zeit? Weil man will ja wirklich, dass das Papier weicher wird, ohne sich ganz aufzulösen. Und woran merkst du, dass das Papier bereit ist? Du merkst es daran, dass es dunkler wird. Also hier, wenn ich die Spülung vielleicht ein bisschen wegnehme, siehst du das vielleicht? Siehst du, dass das Papier jetzt dunkler geworden ist, weil eben Wasser hier eingedrungen ist in der Faser des Papiers. So, und du merkst auch, dass das Papier immer verletzlicher wird. Und ich habe jetzt einen Ring, das ist keine gute Idee, aber jetzt kannst du anfangen, das auch ein bisschen zu massieren. Das hat zwei Ziele. Das eine Ziel ist, nochmal dein Papier, die Papieroberfläche ein bisschen zu verletzen, sodass eben das Wasser und all diese Produkte, die wir jetzt drauf haben, besser reingehen. Und das zweite Ziel ist es, dass du so eine Art altes Leder-Effekt erzeugst. Aber du siehst, das hat jetzt ziemlich viel aufgenommen. Ich wollte dir drei Fälle zeigen, wo es nicht wirklich gut geklappt hat. Das eine ist, und ich hatte schon erwähnt, die Ränder. Die Ränder sind sehr verletzlich und deshalb, wenn man, insbesondere wenn man das so zusammenknüllt, wie ich das gemacht habe, dann kann das auch kaputt gehen, wenn es eben nicht die richtige Konsistenz hat. Das zum Beispiel ist einfach noch zu papierig, hat noch keine eigene Konsistenz. Also das ist der erste Fehler, zu früh zu knüllen, wenn das Papier noch zu hart ist. Also lieber ein bisschen warten und schön einmassieren. Das zweite, was dir passieren kann, ist, wenn du eben auch zu früh knüllst, wenn es zu hart ist, dass hier das Papier kaputt geht. Da, wo du knüllst, ne? Also ich habe da geknüllt und weil es nicht ledermäßig war, siehst du, hier kann ich knüllen, da passiert nichts mehr, weil das alles ja, so wie Leder wirkt. Hier aber kann es nur noch schlimmer werden. Also auch, weil es noch feucht ist natürlich. Also hier musst du aufpassen, sonst passiert das. Und der dritte Fehler, und den wollte ich dir auch noch zeigen, ist, wenn du zu lange rubbelst und auch eben ohne Spülung rubbelst, dann passiert das. Und das ist natürlich nicht unbedingt, was du haben möchtest. Also dieses ganze Prozedere lohnt sich total und macht total viel Spaß, aber man muss auf ein paar Sachen achten. Ich merke, das Papier ist jetzt sehr verletzlich. Das ist so ein bisschen wie Wildleder, wenn man das so aufraut. Aber ich werde ja nachher mit Wachs drüber gehen, um eben ein altes Leder nachzumachen. Aber man könnte es ja auch so belassen. Ich finde einfach, dass das Papier dann sehr verletzlich ist oder zu verletzlich ist. So, noch ein letztes Mal. Aber ich merke jetzt, so. Und jetzt kannst du das Gröbste wegnehmen. Vorsichtig. Und du darfst es, also du solltest es nicht auf diesem Kunststoff trocknen lassen. Es muss wirklich abgezogen werden, damit es wirklich von beiden Seiten dann trocknet. Weil für die nächste Stufe sollte das wirklich dann getrocknet sein. Was ich noch machen werde, ist vielleicht noch wichtig, ich werde eine Prägefolie benutzen, um hier das noch feuchte, vielleicht noch nicht jetzt, ich lasse es ein bisschen trocknen, das Papier noch zu prägen, so dass es wie altes Leder mit Prägung dann aussieht. Ich möchte gern mein Fohleder, mein veganes Leder gerne prägen und deshalb habe ich hier diese Prägefolie. Du wirst sagen, das ist ja relativ schmal, mein Papier ist ja ein bisschen breiter. Kein Problem, ich werde mit einer Küchenrolle drüber gehen, um wirklich die ganze Fläche damit zu bearbeiten. So, das ist der nächste Tag. Das ist trocken, fühlt sich aber ganz weich an. Du spürst die Spülung auf der Oberfläche und das Papier
ist ja auch anders. Also ich muss es so vergleichen. Das ist ja viel härter. Das hier ist viel weicher geworden. Und ich möchte jetzt dem Ganzen ein bisschen Glanz geben und habe deshalb meine Pastell rausgenommen. Du könntest ja auch Lidschatten nehmen und mit einem dünnen Pinsel gehe ich drüber. Auch insbesondere um diese Oberfläche, die ich mit der Prägeschablone drüber gegeben habe, rauskommen zu lassen. Die Prägeschablone ist unterschiedlich gut zu sehen. Das ist halt so. Könntest du das Ganze auch mit dem Finger drüber tun? Ja, dein Finger ist fettig. Also enthält natürliche Fette, so muss ich das vielleicht sagen. Und würde dieses Puder dann aufnehmen. Und ich würde dir empfehlen, das nicht direkt aufs Papier zu verteilen, sondern das ein bisschen zuerst mal auf ein Stück Stoff oder so wie ich auf ein Stück Papier drauf zu geben und vorsichtig einzureiben. Damit verteilst du natürlich auch gleichzeitig das Puder. Aber das macht nichts. Auch wenn dein Leder, dein Fake-Leder noch nicht so ist, wie es sein sollte, würde ich dir empfehlen, nicht nochmal mit Wasser drüber zu gehen, weil das Papier wird dann sonst sehr, sehr empfindlich. Wir verteilen ja hier auch wieder Glycerin, also die Schuhpaste beinhaltet auch Glycerin, so dass das auch noch dazu beiträgt und das kann besser dann reinarbeiten. So, jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich noch einen Dunkelblau reinnehmen soll. Lust hätte ich. Ich habe nur Angst, dass es zu dunkel wird. Ja, das muss ich vorsichtig auftragen. So, ich mache das ganz, ganz dünn. Auch, dass es fast nicht mehr so, dass es eher so wie ein Hauch ist. Und dann schauen wir mal. So kann dann das Geprägte besser rauskommen. Das ist so für mich das Ziel. Ich empfehle dir wirklich zuerst mit dem Transparent drüber zu gehen, weil sonst wird das Ganze zu dunkel, außer du möchtest es das. Aber ich wollte so dieses Hellblaue noch durchscheinen lassen, weil ich das schön finde, dieses Dunkelblau und ein bisschen Golden. So, ich muss hier verschiedene Löcher machen und zwar sollten die nicht zu nahe sein, damit das nicht kaputt geht natürlich. Und dann natürlich hier noch in der ungefähren Mitte. Aber ich empfehle dir, die Löcher vorab reinzugeben, weil dann tust du dir nachher leichter. So, ich habe da meine Aale. Noch auf der anderen Seite. Dann habe ich hier noch in der Mitte eins. So, und ich habe hier diese Ösen. Ich brauche also 5 Stück. Ich muss mir nur überlegen, welche die vordere und welche die Rückseite ist. Ich glaube, das wird die Vorderseite sein. So. Dann muss ich die alle reingeben, beziehungsweise ich fange jetzt mit der an in der Mitte. Die ist nämlich die schwierigste.
Ich habe diese Zange von Educho. Die haben immer so Sachen, die man sonst nicht kaufen würde, aber ich finde, die haben immer super Preise. Ich erinnere mich leider nicht mehr, wie viel ich bezahlt hatte, aber das war wirklich etwas, wo ich gedacht habe, super. Ich binde gern Bücher oder ähnliches, eben wie heute dieses Notebook, diese Notebook-Cover gerne selbst. Ich werde jetzt einfach ein bisschen rollen. Wichtig ist, dass du nichts anderes einklemmst und hier habe ich schon die erste Öse. Der Rest ist viel leichter, weil das ja am Rand ist. Im Prinzip ist das gleiche, das heißt hier... So, das war's eigentlich schon. Und ich werde dir zeigen, wie das jetzt gemeint ist hier mit der Bindung und warum ich hier auch nochmal eine Öse gemacht habe. Ich glaube, ich nehme diesen Elastik. Ups. In grün, weil ja dieses Blau so ein bisschen grünlich ist. So, hier habe ich schon eine Seite rausgerissen bei einem meiner Tests. Das ist jetzt für Bullet Journal ein super Notebook, Traveler Book. So, und hier durch. Und den Knopf mache ich am liebsten drinnen, damit es eben außen nicht sichtbar ist. Und das reicht eigentlich schon. Da mache ich dann einen Doppelknoten, den mache ich nachher nochmal. Muss dann gucken, ja. Den mache ich nachher nochmal kürzer, aber vorerst reicht das. Und hier wird sich das so nach innen klappen und dafür brauchst du jetzt diese Öse. Das ist fast am einfachsten. Eigentlich muss es kürzer sein als das, was es jetzt ist. Hier durch und auch die andere Seite durch. So. Es darf nicht zu sehr, weil du musst es ja trotzdem hier drüber legen können. Mach vielleicht einen Test, bevor du da einen Doppel- oder Dreifachknoten machst. Das ist also mein Travels Notebook, meine Hülle aus Vohleder, das ich selbst gemacht habe. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über den Daumen hoch. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du meinen Channel abonnierst.